Am meisten fasziniert mich, wie dieser ja, rumänische Fürst, wie der durch die Geschichte behandelt wurde. Er war sicher ein sehr grausamer Herrscher und wird dann vor allen Dingen durch Bram Stoker und seinen Roman Dracula empor sozusagen ins Bewusstsein gerückt. Und wird dann mit dem Wiedergängertum, das ist ja eine alte Sache in ganz Europa, dass man die Wiedergänger glaubt, ja verknüpft. Also der Vampirismus, der ursprünglich mit Vlad Tepes gar nichts zu tun hatte, wird dann auf einmal durch diesen Roman in Beziehung gebracht. Und das hat natürlich die Leute schon immer interessiert. Und er war sicher ein grausamer Herrscher, aber er war nicht grausamer als die anderen. Wenn man also jetzt, er war Fürst der Walachei und 1453 erobern ja die Osmanen Konstantinopel, Byzanz, und wollen dann weiter auf den Balkan vordringen. Und da ist es eben nun dieses Fürstentum der Walachei, das ihm, dem Sultan, den Tribut verweigert. Und dann kommt es zu vielen Kampfhandlungen, und die in dieser Zeit eben nun von ausgesprochener Grausamkeit geprägt waren. Am bekanntesten ist vielleicht das Pfählen, deshalb der Name Tepes, der Pfähler, den Herrscher heißt der Vlad III. Das ist also eine sehr grausame Hinrichtungsart war. Und das hat er aus psychologischen Gründen eingesetzt, dass er also türkische Feinde hat pfählen lassen, damit, wenn das nächste osmanische Heer kommt, dass die dann gleich abgeschreckt werden und zum anderen nach innen, um eben in seinem Staat Ordnung zu schaffen. Und er hat gelebt von 1431 bis 1477. Und 53 eben nun die Eroberung Konstantinopels. Und damit kommt zu diesen Kämpfen, die Osmanen, vielleicht der Begriff besser noch als die Türken, die Osmanen, die wollen von ihm Ergebenheitsadressen. Das hat sein Vater Vlad II. Der hat es durchgeführt. Aber Vlad III., also der sogenannte Dracula, der weigert sich, und als die türkischen, da geht das Ganze wahrscheinlich an, als diese türkischen Botschafter kommen und jetzt eine Ergebenheitsadresse wünschen, da lässt er ihnen die Turbane auf den Kopf nageln, weil sie eben nicht ihr Haupt entblößen. Für Muslime ist ein Turban abnehmen eine Todsünde. Und so prallen hier natürlich völlig unterschiedliche Dinge aufeinander, Wertvorstellungen. Und Dracula, also sein Vater, Vlad II. Dracul, das ist das Zeichen des Drachen. Und zwar haben sich die einen Orden gegründet, besonders tapferer Ritter, den Orden des heiligen Michael. Und der heilige Michael tötet ja das Böse, den Drachen. Und darum haben sie einen Drachen auch immer auf ihren Schildern gehabt, als Zeichen dieses Ritterordens. Und da kein großer Drache drauf passt, hat man einen kleinen drauf gemacht, gemalt, also einen Dracula. Und darum hat man auch den Vlad Tepes dann Draculea genannt, also der kleine Drache. Ja, und es kommt also, wie gesagt, zu einer Vielzahl von Kämpfen. Und da gibt es also nun die grausamsten Taten, aber viele werden ihm eben erst später zugeschrieben. Aber darauf kommen wir dann ja noch. Vlad Tepes hat vor allen Dingen im Raum
war ja in der Walachei, das ist das Gebiet hin zum Schwarzen Meer, ist aber immer wieder in Siebenbürgen, das ungarisch war, eingefallen und hat dort Städte angegriffen. Da war ja das Geld zu holen. Und einmal hat er Hermannstadt angegriffen und Hermannstadt war mit Nürnberg sehr eng verbunden durch diese Handelsrouten, die also nun von Konstantinopel, von Istanbul aus, über Kronstadt, über Hermannstadt, Großwardein, also Oradea heute, ne, wo ja auch der Vater von Albrecht Dürer zum Beispiel herkommt. Die Gebiete waren sehr eng verzahnt miteinander, kulturell und handelsmäßig. Und hat Hermannstadt eben angegriffen und die haben das natürlich dann den Nürnbergern mitgeteilt, die haben es dann erfahren und haben dann angefangen, Holzdrucke zu machen mit diesen ganzen Grausamkeiten, von denen man gar nicht weiß, ob sie alle so stattgefunden haben. Ja, aber es ist, ja, wie heute in der Presse oft, man muss einfach alles aufbauschen und aufputschen. Also, dass er Männer gebeten haben soll, die Brüste ihrer Frauen, solange sie leben, noch aufzuessen. Das kann man also irgendwo hin. Also kann man vergessen eigentlich, oder dass er Mütter also befohlen hat, ihre eigenen Kinder zu braten und so weiter und so fort, oder dass er als einen Trupp von Türken gefangen genommen hat und hat die pfählen lassen, dass er dann zwischen ihnen Mahlzeit gehalten hat und sich an ihrem Leiden ergötzt hat. Also da ist sehr, sehr viel ja, dazu erfunden worden und wurde aber dann eben über die Buchdruckerkunst über ganz Europa eigentlich verbreitet, das Bild von diesem schrecklichen Herrscher. Er war grausam ohne Zweifel, aber nicht grausamer als andere in dieser Zeit. Also wenn man Stefan Zelmare, Stefan den Großen von der Moldau denkt, der war genauso brutal. Und der Eimer Menschenblut zählt halt im Balkan nicht viel. So kommt es also durch die Nürnberger Drucker. Und heute ist es ja ein Riesentouristenrummel. Sie können am Borgo-Pass oben, wenn Sie darauf fahren, das ist die Grenze zwischen der Moldau und Siebenbürgen. Da ist heute noch die Ruinen von seiner Burg, denn in Rumänien verlaufen ja die Grenzen, oder im Slawischen allgemein, die Grenzen auf der Höhe von Bergen, während sie in uns, also in Deutschland, in Frankreich und so weiter, der Mitte von Flüssen verlaufen. Ja, deshalb die berühmte Brücke von Avignon, die in der Mitte abgebrochen wurde. Ja, und das Ganze hat sich dann natürlich durch Bram Stoker mit dem Vampirismus verknüpft, wobei man diese Wiedergänger im slawischen Raum besonders stark geglaubt hat.